Hallo und herzlich willkommen zurück zu Halo. Ja, ihr habt gesehen. Da kommt unser Taxi! Ich werde Halo. Oh. Zukünftig in. Ja, dass zwei Folgen pro Tag rauskommen. Dass wir das dann pünktlich durch haben, auf jeden Fall. Und ich mich auch nebenbei anderen Projekten widmen kann. Ich habe jetzt klare Sicht. Da ist ein großes Gebäude mitten im See dieser Insel. Ich hab's auch gesehen. Sieht aus wie ein Tempel. Wäre ich größenwahnsinnig? Würde ich mich dort aufhalten. Sehr schön. Geht auch nicht langsamer, ne? Auf geht's! Wir gehen raus! Erster sitzt drinne, zweiter auch. Wunderbar. Hey, da ist noch einer! Wow! Wie eine Postkarte! Lieber Sarge, vermöbeln hier Außerirdische. Schade, dass sie nicht hier sind. Das hab ich gehört, Chief, da drüben sind Wraith. Und jetzt ist Hit. Und jetzt ist es.
Leute, los rein da! Pelikan im Anflug. LZ freimachen. Der Feind rückt. Wieder zurück, wenn die kann bestimmt wieder Munition hinterlassen. Oder? Ah! Sauber! Ah, ist okay. Hauptsache Muni. Mehr brauchen wir ja. Oh. Ich bin schon wieder total alle mit der Muni. Bring mich immer an so schöne Orte. Macht das einen Spaß. Was haben wir hier drin? Sehr schön. Erstmal ein bisschen Bang. Wir gehen einfach hier rein. Wird schon passen. Laden erledigt. Gut. Immer noch nichts von der in Amber Clad im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Ne? Jetzt genug. Ich muss noch ein bisschen snipen. Ah!
Okay. Und soweit alles erledigt. Gut. Oh, Alter. So zerschmetterte er den Dämon. Alter, bin ich gerade erschrocken. Eieieiei. Aufpassen, Ehrengardisten. So habe ich das eben verstanden. Der Prophet des Bedauerns will Halo aktivieren. Sind Sie sicher? Ich erleuchte diesen heiligen Ring, schüre die reinigende Flamme und brenne einen Pfad zur Göttlichkeit. Wie bescheiden. Commander, wir haben ein Problem. Schon gehört. Wie ich das sehe, braucht der Prophet ein Objekt, den Index, zum Aktivieren des Rings. Ich habe eine Bibliothek ähnlich der auf dem ersten Halo entdeckt. Wenn die Ringe gleich funktionieren, müsste der Index dort sein. Ich wette, die Allianz hat das auch schon rausgefunden. Wir sollten ihnen zuvorkommen, Sergeant. Holen Sie Ihre Männer, wir treffen uns in der Bibliothek. Ja, Ma'am. Ich sichere den Index, Chief. Sie erledigen den Propheten. Jetzt wissen wir alles, was wir brauchen. Hm. Gut. Halt den Ring! Gute Arbeit, Junge! Echt gute Arbeit! Einen können wir noch machen. Leider keine Zeit zum Dechiffrieren dieser Inschriften. Die Blutsväter haben diesen Ort verehrt. Hier sind wir fertig. Wir werden sehen. Ich hab's.
Well now. Cortana, die Allianz wird neugierig. Ich will meine Position nicht verraten, deshalb lenke ich ein paar Nachzügler zu euch um. Tut mir leid, diese Pelicans sind eure ganze Unterstützung. Verstanden, Ma'am. Mehr nicht. Ein bisschen hoch da. Ich soll euch alle ein bisschen wegsnipen. Den haben wir. Alter. Da startet eine Gondel von den Türmen da. Überraschung, sie ist voll mit Allianztruppen. Was haben wir denn so schönes? Einen Sniper nehmen wir mal mit. Oh. So gibt es auch dabei. Gerne. Dass sie uns eine Fahrgelegenheit bringen. Ja. Auf, auf. Gesagt, ich hasse die Viecher. Das bekommst du dazu. Die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Dieser See ist nicht durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Ja. Lass dir ruhig Zeit, ich hab noch nicht. Hallo. Weiter. Oh, Alter, ich bin fast runtergefallen. Sieg! Bist du in Ordnung, Amigo? Gut, Soldat! Oh, jetzt haben wir sie! Oh, ein Erfolg. Lautloser Tod. Oh. Sie sind hinter mir natürlich ohne Verpflichtung. Stell doch einfach einen Antrag auf Krieg!
Ah, verstehe. Da ist ein versunkener Abschnitt, der die Türme mit den Anlagen verbindet. Wir gehen da wohl runter. Außer ihr wollt schwimmen. Mhm. Wollen wir schwimmen, Leute? Volle Kabine, kommt hoch! Ich weiß, das war hinterhältig. Lumps. Ui. Ich habe eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. Ja. Sie sind eher der wortkarge Typ, stimmt's, Sir? Ey, er hat mich wirklich erkannt. Ich rede nicht viel in meiner Aufnahme, hast du recht? Aber ich genieße auch eher die Story. In den Schießereien. Naja. Wo jetzt lang? Hier. Ein paar Schuss habe ich noch. Hm. Boah, Alter. Witz, na, auch nicht. Gesessen. Unsichtbare. Ab in den nächsten. Und dann in, ja, in den nächsten Unterwasserbande. Wollte ich doch sagen, Mensch. Des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern, drei Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten, sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. So hat man früher Ladezeiten überbrückt, ey. Ja, komm.
Alter, das ist meine letzte Tour, Chief. Treibstoff ist fast alle. Der erste Turmkomplex ist sicher, also geht's da runter. Sag mir Bescheid, wenn ich sie holen soll. Dumm. Tja, wenigstens kann ich mich jederzeit selbst erschießen. Ja, das ist in Ordnung. Ich hab noch einen Kontakt. Wow. Einfach aufs Schiff. So, was haben wir denn hier? In Ordnung. Besucher ist geiler. War das alles? Noch eine Gondel scheint direkt zum Haupttempel zu führen. Nur noch ein kleines Stück. Gut, dann machen wir das. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Mann, wie konntet ihr Clowns überhaupt die Erde finden? Das hat gesessen. Ja, das war's, ne? Können wir weiterfliegen. Kommt auch bestimmt gleich Feinde raus. Ihr seht das doch alle, oder? Ah, gut. Verstanden. Zu viel Treffer. Das ist die größte Allianzflotte aller Zeiten.
Größe, die man je gesehen hat. Rein in den Tempel und den Propheten erledigen, bevor man uns stoppt. Alles klar. Sie halten das für komisch? Ein bisschen. Die große Reise wird nicht aufgeschoben. Ah, komm her. Bam. Stellung feuern. Wir müssen hier raus. Hierarch ist tot, Commander. Sein Mörder war in unserer Hand. Hätten Sie Ihre Phantoms nicht abgezogen... Bezweifeln Sie meine Entscheidung? Nein, Heiliger. Ich möchte nur sagen, ich bedauere, dass die Brutes... Die Reaktivierung der Wache war ein radikaler Schritt. Aber jüngste Ereignisse haben bewiesen, dass die Eliten nicht mehr für unsere Sicherheit garantieren können. Ich leite Ihre Entscheidung an den Rat weiter. Politik, wie ermüdend. Wussten Sie, Gebiete, dass die Eliten mit Rücktritt drohen, um den Rat zu verlassen? Wegen dieser Unstimmigkeiten? Wir waren immer Ihre Beschützer. Das sind schwere Zeiten für uns alle. Gerade als wir die Vernichtung der Menschheit feierten, traf uns der schreckliche Verlust eines der Heiligen Ringe bis ins Mark. Trotz unserer Sorgen fanden wir Hoffnung in der Prophezeiung, wir würden andere Ringe finden. Sehen Sie, wie unser Vertrauen belohnt wird. Halo, sein göttlicher Wind streicht durch die Sterne und treibt alle, die würdig sind, entlang des Wegs zur Erlösung. Aber wo sollen wir beginnen? Schon ewig suchen wir etwas, das die Geheimnisse der Ringe lösen kann. Ein Orakel. Und mit Ihrer Hilfe fanden wir es. Wir haben das Orakel untertänigst befragt. Und es hat uns die Gnade erwiesen, uns den Schlüssel zu zeigen.
Sie reisen zur Oberfläche des Rings und holen dieses heilige Symbol. Damit erfüllen wir unser Versprechen. Erlösung für alle! Der Beginn der großen Reise. Wenn das Schild unten ist, begeben wir uns sofort zur Bibliothek. Ich möchte die Iraschen nicht warten lassen. Der Mensch, der den Propheten des Bedauerns tötete, wer war es? Und was glauben Sie? Der Dämon ist hier. Warum? Um Rechnungen zu begleichen? Für mich zählt nur, das Symbol zu holen. Natürlich. In dem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge wieder morgen. Macht's gut, haut rein, euer Vogelmann. Ciao.